Der Abgeordnete der oppositionellen CHP, Utku Çarıözer, hat im Silivri-Gefängnis inhaftierte Journalisten, unter ihnen Ahmet Altan und den Akademiker Mehmet Altan, besucht. Während man uns unsere Freiheit nimmt und uns im Gefängnis unterdrückt, wächst der Protest dagegen in der freien Welt. Meine Verteidigung vor Gericht und meine im Gefängnis geschriebene Artikel werden überall in Europa und in den Zeitungen in verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Trotz der Unterdrückung und Verbote in der Türkei weiß die Welt sehr genau, was hier geschieht. Die Worte von Altan wurden durch den Abgeordneten übertragen.